Hallo meine lieben Oldtimer-Fans, es ist wieder soweit, Samstag 11 Uhr, heißt es bei uns, alte Liebe rostet nicht. Ja, und mit dabei sind meine beiden guten Freunde, zum einen die Alexandra und der Jörg. Hallo ihr beiden. Hallo René, hallo Schatz, hallo liebe Zuschauer. Hallo René, hallo mein Schatz, hallo liebe Zuschauer. Ja, wir haben es geschafft, die Woche ist rum, wir können endlich wieder alte Liebe spielen. Und heute mal eine andere Location, aber der eine oder andere wird sich vielleicht schon haben denken können. Wir sind beim Thomann Viehhandel heute. Und zwar haben wir bis jetzt fleißig Kühe gekauft, ausgesucht, gekauft und transportiert. Haben das so alles mit dem Anhänger gemacht. Wir wollten uns einfach die Transportgebühr sparen. Ja. Und ja, wir haben jetzt hier die letzten beiden. Die stehen schon im Hänger, ne? Richtig. Wir haben es so gemacht, dass wir von den jüngsten, von den mittleren und von den ältesten Kühen jeweils 8 Stück gekauft haben. Wir wollen sie auch füttern und mästen und die sollen sich vermehren. Ja, und die Wahl ist auf Braun auf die, oh Gott, wie hießen sie? Limousin? Oder? Limousin. Naja. Das Limo kann ich mir als Sachse gut merken. Genau. Ja, hinten war San. San hier. Ja, wir haben es uns von Google vorsprechen lassen. Müssen wir vielleicht zu sagen. Ja, vielleicht ist ja auch einer unter den Zuschauern, der französischen Sprache richtig gut mächtig ist, der kann uns das bestätigen, ob es richtig ist oder ja, genau. Schickt einfach mal einen Sprachkommentar, wenn es sowas noch gäbe. Das wäre super, ja. Ja, eben. Ja, wir haben die Kommentare nochmal durchgezählt und Braun hat mit 9-5 oder zu 3 gegen Schwarz gewonnen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall gewonnen. Auf jeden Fall waren die Mehrheit der Zuschauer für braune Tiere. Und ja, so ist es jetzt geworden. Und jetzt würde ich sagen, machen wir fix den Deckel zu und fahren zur Weide. Genau. Und bringen die noch zu ihren Geschwistern. So, Deckel zu. Und los geht's. So. Ich werde auch nicht ganz so schnell fahren vielleicht hier. Nicht, dass die Panik kriegen in dem Anhänger oder so. Aufpassen, dass wir hier die Kante nicht mitnehmen. Ja, der Papa fährt ganz vorsichtig. Versucht's zumindest. So, wir können ja auch hier mal mit Tempomat fahren, nicht ganz so schnell. Gucken wir gleich mal hier am Anhänger. Blinklicht funktioniert, sehr schön. Jawohl, sieht gut aus. Und dann fahren wir auch gleich mal oben auf der Straße lang. Das hatten wir ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Das sieht dann bestimmt schön aus, wenn die Wiese grün ist, die Kühe auf der Weide stehen. Und das wollen wir euch natürlich jetzt auch gleich mal zeigen. Also wir drei waren hellauf begeistert von der Optik einfach hier. Das ist wirklich schön, wie die sich auch auf der Wiese verteilen. Und das macht wirklich ein schönes Bild. Eben, und es ist richtig schön Leben in der Bude, wie ich immer so schön sage. So, ihr habt es gleich geschafft, ihr zwei. So. Und dann müssen wir die natürlich dann erstmal versorgen jetzt, ne? Oh ja, das wird, denke ich, eine Weile gehen. Das kann gut sein, ja. Da müssen wir jetzt Wasser reinfahren und Mischration. Richtig, und wir hatten es ja schon erzählt, letzte Woche. Der Jörg hat ja es hingekriegt, die Futtermengen zu erhöhen, die gebraucht werden.
Und ja, was soll ich sagen? Wir mussten ja einen Tag quasi vorspulen, um dass die Wiese hier grün wird. Und das habe ich unter der Woche gemacht. Und ich habe es den beiden schon vor der Aufnahme gesagt. Ich habe unten bei den 25 Kühen im Stall über 100.000 Liter Mischration reingefahren. So. Ja. Da wollen wir mal gucken hier. Ein schönes Bild. Ein wunderschönes Bild. So, hier müsste ungefähr der Trigger zum Ausladen sein. Richtig. So, im Trailer sind zwei Stück, genau, und die wollen wir in den Stall ausladen. So. Und da sind sie. Ja, was sagt ihr? Gefällt's euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ist es so? Also, wir sind der Meinung, ist es so, wie wir es gerne haben wollten. So. Nee, also das ist genau so, wie es erhofft, wie wir das erhofft haben. Dass die richtig ist, auch schön verteilen auf der großen Wiese. Und ich denke schon, dass das dass das schön ins Gesamtbild reinpasst, sagen wir es mal so. Ja. Und wie gesagt, der Charme der Krebach ist meiner Meinung nach absolut erhalten geblieben. Wo fahre ich denn hin? Jetzt wollte ich den Anhänger hier oben lassen. Nee, wir haben ja gesagt, der kommt wieder runter. Ordnung war ja das Thema. Ja. Wobei, da hat ja die Alex noch einen Vorschlag. Ich hatte ja eine Baugenehmigung, einreichen. Dass wir vielleicht hier oben sogar auch noch einen Unterstand hinmachen, wo man vielleicht das Wasserfass reinstellen können. Müssen wir mal gucken. Das können wir gerne. Aber da wollen wir, haben wir dich jetzt mit überrascht, ja, aber das ist mir auch gerade genau, erst eingefallen. Da wollte ich noch mit dir reden drüber. Ja. Ja, also ich genehmige den Bauantrag auf jeden Fall. Bei den offiziellen Ämtern, da braucht man wieder ein bisschen Schmiergeld wahrscheinlich. Und dann sollte die Sache beschleunigt werden. Genau. Ich denke, das kriegen wir hin, ne? Ja, eben. Dann müssen wir nochmal mit dem Zollstock ran und ausmessen und dann bauen wir sowas auf. So. Ja, jetzt ist es hier ein bisschen schwieriger in diese Garage hier reinzufahren, ganz einfach. Ich habe so viel Futter reingefahren, wie ich vorhin schon erzählt hatte. Ja, und das, was bei den Kühen vorne reingeht, das kommt natürlich jetzt auch in drei- und vierfacher Menge hinten wieder raus, ne? Eben, das ist gehört genauso dazu, ne? Sprich, wir haben hier 100.000 Liter Mist. Ja, also ich denke mal, Mineraldünger ist durch das Thema. Das auf alle Fälle, aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für uns, was irgendwo im LS eine schöne Variante gibt, was man mit dem Mist machen könnte, außer natürlich zum Düngen benutzen. Ob es da noch irgendwo noch was Schönes gibt. Weil du hast gesagt, du hättest auch schon mal geguckt, aber hast nichts so Richtiges gefunden, ne? Nee, gefunden habe ich nichts und ich habe eben auch schon mal den Versuch unternommen, Biogasanlage, passt zwar jetzt nicht in die Zeit unbedingt rein, aber die hat auch ein sehr, sehr begrenztes Volumen, sage ich mal. Da habe ich einen so einen Zweierzug hingefahren und da war das Ding auch schon voll. Hm. Ja. Nee, das bringt da ja auch nichts. Nee. So, und ihr lieben Zuschauer, ihr seht, 332.000 Liter Mischration haben wir noch da. Das ist auch dem geschuldet. Im Original, wie sie aufgebaut ist, produziert die in einem Wahnsinnstempo. Und auch das hat der Jörg hingekriegt zu halbieren, sodass wir nicht mehr so viel Mischration produzieren, in nicht so kurzer Zeit, sagen wir es mal so. Und
ja, dadurch haben wir uns selber so ein bisschen einen Zwang auferlegt, dass wir immer auch für Nachschub sorgen müssen. Sprich Heu, Silage, Stroh. Und dadurch ist auch immer, dann denke ich, hier gut zu tun. Ja, eben. Müssen wir gucken, dass man halt auch immer wieder was klingt. Was es gut ist, ja, dass man zum Beispiel bei den Schafen, die ja jetzt auch mehr fressen, dass man da auch einfach mal sagen kann, ich nehme zum Beispiel mit Alex ihren John Deere mit Mähbalken und den Ladewagen hinten dran und da kann man einfach mal einen Ladewagen voll Gras holen und bei den Schafen rein nur reinfahren. No, das sind so Möglichkeiten, die uns da jetzt die wir jetzt haben. Genau so ist es. Ne? Weil weiß ja jeder auf dieser Karte, wir haben sehr viele Wiesen, auch relativ große Wiesen. Ja, und bislang wussten wir halt wirklich nicht, was wir damit machen. Und da haben wir ja schon in so mancher Folge ja Heu gemacht, Ballen gepresst und haben sie verkauft. So, und das muss jetzt nicht unbedingt mehr sein, da jetzt alle Tiere mehr verbrauchen. Natürlich die Kühe am meisten sind ja auch die größten Tiere. Ne? Warte mal, jetzt bin ich natürlich gerade von. Ja, nee. Ist ja egal. So. Muss ich bloß mal die Abkippseite ändern hier. Ich hoffe, dass das jetzt rechts ist. Mal gucken. Jawohl. So, und die gehen auch sofort ran ans Futter. Ja, die ersten, die haben mit Sicherheit schon Hunger. Die stehen jetzt schon ein bisschen länger hin. Genau. Ja. So, Alex, hast du schon einen Anhänger reingefahren? Einen Anhänger hatte ich reingefahren, ja. Ich jetzt den zweiten, du hast den dritten Anhänger, naja, 12.000, also das sind schon noch. Ich bin genau hinter dir, hast so. Ja. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen. Ich habe gerade gesehen, ich mit meinem Wasser habe auch noch einige Fahrten vor mir. Oh ja, da hatte ich jetzt ganz vergessen zu gucken, genau. Aber da haben wir ja, ja auch gesagt, ne, das soll ja auch ein realistisches Füllvolumen haben und nicht 15.000 Liter da reingehen. Nee, eben. Es ist ja nur am Anfang. Wir müssen jetzt halt nur schauen, dass wir dabei bleiben. Ne? Also genau. Muss immer regelmäßig, müssen wir ein bisschen was reinfahren und dann ist das auch nicht mehr so viel auf einmal wie jetzt am Anfang. Und da muss ich gleich noch was dazu erzählen. Ich konnte, als ich den einen Tag hier überspringen musste, ich konnte nicht schlafen gehen, ne, weil die Kapazität der Tröge ja auch klein war. Also habe ich immer 2 Stunden, 3 Stunden vorgespult. Dann habe ich wieder Mischfutter gefahren und. Und hatte dann dem Jörg davon erzählt und hat er gemeint, naja, da müssen wir halt die Trogmenge etwas vergrößern, sodass wir auch mal ohne Probleme spät abends füttern können und dann auch problemlos schlafen gehen können auf der Karte. Und das sollte jetzt, denke ich mal, auch funktionieren. Ja, und wenn ich hier gerade so auf die Wiese zufahre, also ich habe ja meinen Wunsch da schon geäußert und ich denke, ihr beiden seid da vielleicht auch meiner Meinung, dass wir hier unten vielleicht auch noch so eine Schafweide aufbauen. Nee, sind wir beide einer Meinung. Da gibt es ja von, also können wir, ja klar, können wir ja eine, also das sind die Weide, die ist von Aix, der Mod, und der hat auch wie oben die Kuhweide hatte, gibt es auch eine Schafweide. Und da haben wir gedacht, die könnten wir eigentlich auf diese andere Weide draufstellen. Wo gibt es den Mod? Könntest du vielleicht den Zuschauern auch noch erzählen? So, ja klar, bei Forbidden Mods. Ah ja. Bei Forbidden Mods gibt es den Mod. Da gibt es auch Erklärungen. Der hat da selbst ein YouTube-Video gemacht, wo er erklärt, wie man stellt und so weiter. Das ist schon schön gemacht. Also ganz, ganz feiner Mod, muss ich sagen. Und ja, unser Schafstall unten ist ja auch nicht groß. Also, auch wie viel haben wir da drin? 30 Schafe oder so? Und ne, da kommt nicht viel Wolle zusammen. Ne? Ich glaube, das sind sogar bloß 25. Ich meine,
wenn du es richtig weißt. Aber das gesagt, kann auch noch sein. Da passiert wirklich nicht viel. So. Das wäre dann eine richtig große Schafweide mit, glaub, dreistelliger Zahl an Tieren. Da hätte man dann schon auch dann mit dem Futter einiges zu tun wahrscheinlich. Also die haben richtig Hunger, die hauen richtig rein, oder? Unsere Kühe. Definitiv. Ja, also. Und das war jetzt auch ein wunderschönes Bild, wie die Tiere hier so an der Futtertrog standen. Da musste ich jetzt gleich erstmal ein schönes Foto machen. So, gut. Wie sieht's denn aus, Alex? Kannst du mal schauen? Warte, ich guck. Also, wir haben jetzt 25.000 Liter drin. Ich habe ja noch eine 6.500. Wie muss ich mir vorstellen? Die Hälfte. Die Hälfte ungefähr, gut. Knapp die Hälfte. Ja. Ich frage nicht ohne Grund. Die Alex hat nämlich heute schon wieder das Kribbeln in den Fingern. Ja, weil wir haben gesagt, wir müssen den Drescher rausholen. Das Stichwort Drescher war... habe ich gehorcht. Ja, soll ich da jetzt schon mal... oder wollen wir noch ein bisschen... Du könntest, wenn du magst, schon mal gucken, ob er anspringt und schon mal Richtung rausfahren. Dann wir brauchen auf jeden Fall Stroh. Ja, dann mache ich das jetzt mal. Ich würde hier noch ein, zwei Fuhren fahren. Ich bringe dir dann auch einen Anhänger raus erstmal so zum... tanken. Sagst mir Bescheid, wenn du auf dem Feld bist. Alles klar. Kann ich den Anhänger, kann ich den nennen? Oder ist der... Du kannst auch den Anhänger ausstellen ans Feld. Dann könnte ich mir nämlich... Dann habe ich jetzt... Dann fahre ich die an. Du musst gerade noch mal rumdrehen. Du kannst ja hier geradeaus rausfahren am Schweinestall vorbei. Genau, stellst den ans Feld und dann... Kannst du das metrisch erholen? Das mache ich. Kannst ja rüberlaufen, lässt den Trecker gleich dran vielleicht. Ja. Und da haben wir schon Abfahrt gespannt. Das ist bei Feld 4, ne? Stimmt? Richtig, genau. Ja. Genau. Hey, das macht die Cola heute. Was ich dir erzählt habe. Das macht die Cola, genau. Der blaue Lanz, der zieht ab wie die... Wie viel hast du da jetzt Wasser drin, Jörg? So, 2000 Liter geht in das Fass rein. Ja, und jetzt im Wasser trug viertel voll, halb voll, oder? Oh, da muss ich gleich mal gucken, was wenn ich dran stehe, sage ich das. Na schön, also Operation gelungen hier oben, Operation Kuhweide. So, wir haben jetzt noch, sind jetzt 12.000 Liter drin und ist noch nicht mal halb voll. Ja, wir müssen es ja auch nicht voll machen, aber jetzt ein bisschen Vorlauf können wir ja der Alex auf jeden Fall noch geben. Eben, genau. Und dann kann einer Stroh abfahren, Getreide abfahren. Wollten sie auch mit einem Drescher heute erstmal bewerkstelligen. So. Oh, was denn jetzt? Jetzt hat sie sich erschrocken. Jetzt hat sie sich ruckartig hier von dem Futter weggedreht. Dabei habe ich ihr es gar nicht über den Kopf gekippt. So. Nächste Fuhre. Und dann sehe ich auch hier gerade hin, wenn ich so über den Zaun und über die Straße schaue, unser Raps, der steht auch wunderschön in voller Blüte. Da kommt dann auch irgendwann was auf uns zu. Ach so, was ich noch sagen wollte.
bei dieser ganzen Erhöherei der Futtermengen und natürlich auch mehr Mist und Gülle. Aber eins hat der Jörg nicht gemacht und das finde ich auch schön, so dass jetzt auch die Milchmenge mit erhöht hat. Weil was nee, das ist das tausenden Litern Milch. Ich denke sogar, dass sich durch dieses ganze Ding sogar die Milchmenge ist weniger wie ist realistischer, realistischer wie die von Giants, die normale. Mhm. Könnte ich mal vorstellen, weil die auch durch das Ganze auch ein bisschen aufs Alter angepasst ist. Mhm. Und die Milchmenge. Und dann kommt im Endeffekt kommt hinten dann weniger Milch zustande wie bei den normalen Einstellungen, habe ich den Eindruck von meiner lieber Winkel, wo ich das spiele. Ja. Milch, da schießt mir gerade noch so ein Gedanke in den Kopf. Wenn ich dann jetzt hier abgekippt habe, ich denke, dann sind die Kühe erstmal auf jeden Fall grundversorgt für diesen Tag. Ja, also zumindest bis abends. Und ich muss dann mal noch zum Händler fahren. Da steht noch was wir gekauft haben und noch nicht abgeholt. Stimmt, da steht noch was. Da war doch was, ne? Da war noch was, ja. Da war doch was. Aber jetzt haben wir ja nicht vor, gleich weiter zu spulen und von daher denke ich, sollte das Futter und Wasser vielleicht dann auch bald ausreichend sein, oder? Ja, ich denke auch. Die Alex zieht gerade die erste Bahn, sehe ich gerade. Mhm. Daher können wir uns dann langsam mal aufs Feld bewegen. Genau. Na, wie gesagt, ich fahre nochmal beim Händler vorbei. Ich gucke jetzt auch mal ins Menü. Also, Mischration ist jetzt grün. 40.000 Liter. Wasser ist knapp die Hälfte. Ja. Eins habe ich noch und dann lasse ich es gut sein. Fürs Erste. Jetzt dürfte ja dann oben unter dem Wasser auch bei der Milch nichts auftauchen. Ne? Nee, da kommt nichts. Da kommt nichts gut. Ich nehme es mal an. Wie gesagt, ich habe selbst auch noch keine Fleischkühe oder Mastkühe gespielt, aber ich könnte mir es eigentlich nicht vorstellen, dass da Milch rauskommt. Kann eigentlich nicht sein. Ja, das wäre blöd. So, dann mache ich hier oben dann die Tore zu. Hm? Genau. Alles klar. Ich fahre jetzt mal zum Händler rüber. Komme ich hier in der Mitte durch oder haben wir da was stehen? Ne, da steht der Ballenanhänger. Na gut. Ich werde aber jetzt den Kipper trotzdem hier draußen stehen lassen. Wir haben zwar wegen der Ordnung und so, ne, aber ich denke, wir werden noch einen zweiten Kipper vielleicht am Feld brauchen. Weizen ist ja doch immer recht ergiebig. Oder wir schaffen es, ja, das abzufahren. Mal gucken. Ich bin dann erstmal weg. Alles klar. So, Sigi. Der ist übrigens auch weg. Der hat wieder Isabel bei seiner Freundin, oder was? Wahrscheinlich, ja. Wie hat er da Olaf die genannt? Der hatte doch, glaube ich, den Namen. Therese. Therese. Genau. Ob jemand seinen Hund Therese nennt. Also das, puh. Sigi ist schon krass, aber. Sigi und Therese. Hm. Das klingt, hat was, oder? Wie könnten denn deren Kinder heißen dann? Oh Gott. Nee, lieber nicht. Wir lassen es lieber. Das wäre was für die Kommentare, oder? Da fällt mir, genau, das ist was für die Kommentare. Da fällt mir jetzt nämlich auch nicht viel zu ein, muss ich sagen.
der Olaf hat bestimmt irgendwie, der hat bestimmt wieder... Kann ich mir vorstellen, könnte ich mir gut vorstellen, ja. Da kommt auf jeden Fall was. Da kommt was. So, okay. Ja, wir haben hier ein neues, altes Milchfass. Es ist so ziemlich das älteste, was jetzt zu finden war. Ich finde halt die Milchkanne da vorne drauf so schön. Und ja, bis der LKW vielleicht irgendwann mal gefunden wird oder uns einer erhört, würde ich denken, ist das Ding auf jeden Fall eine gute Alternative. Jörg hat auch wieder ein bisschen Hand anlegen müssen noch, ne? Weil da waren solche hässlichen Decals drauf, so Sticker. Ja, alles halt. War relativ modern, die Aufkleber. Aber das Fass hat, das ist praktisch, wenn man das so, wenn man so will, ist das praktisch der Alex, ihr erster Mod, den sie gefunden hat für die Gräber. Ne? Stimmt. Das war die Premiere. Ja, siehst du, hast du aber auf jeden Fall was Schönes gefunden. No. Ja. Ja, und damit wollen wir dann in Zukunft die Milch verkaufen. Was geht da rein in das Fass? 3000, wie das andere auch, das wir die ganze Zeit benutzt haben. Okay. So. Ah, ich sehe schon, da hat einer Platz gemacht. Ja, ich habe gedacht, ich fahre das mal raus. Sehr gut mitgedacht. Ja, da müssen wir natürlich jetzt auch mal eine Runde Milch laden mit dem Ding, müssen es mal austesten, ne? Ob es auch funktioniert, aber da gehe ich mal 1000% davon aus, dass das funktioniert. Na. Da fahre ich das andere doch gleich mal zum Händler und da ist es weg. Genau, ich komme auch noch mal mit darüber und verkaufe noch die 3000 Liter Milch. Von dem Erlös können wir uns eine Kiste Bier kaufen. Für die Alex eine Cola. Oder einen Kaffee, das wäre auch nicht schlecht. Oh, mit Flavor. Mit Flavor? Doch, das war heute die Cola, die sie da hattet, mit Flavor. Ja, die Alex müsste eher mal erzählen, warum sie die Dose gekauft hat. Stimmt, das war ja der ausschlaggebende Punkt. Ich habe die gesehen und habe... Und die war pink, schwarz, pink. Also die sah richtig toll aus. Und da habe ich die... Musste die einfach mit in den Einkaufswagen. Ging nicht anders. Und die habe ich dir heute hingestellt. Wie die Cola schmeckt, ne? Hauptsache die Dose ist pink. Also ich habe einen Schluck probiert. Mir hat so nicht geschmeckt. Da war irgendein Geschmack drin. Die war so, ich fand es total daneben, aber... Hauptsache, die Dose sah gut aus. Die steht aber da nicht in der Vitrine, oder? Nee. Also, ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe es mal nicht. Der war gut. So, Museum hat auch seine Pforten weit geöffnet. Sehr schön. So. Verkaufen wir mal hier die ganze Sache. Wo war denn jetzt hier der Milchverkaufsträger? War der hier mit drauf? Oder muss die Alex fragen, ne? Geradeaus, also. Ja. Nee, es gibt Geld dafür. Gut. Gut, passt. Super. Und es gibt einige Kisten Bier. Und Cola und Kaffee und... Boah. Schön. Oh, das ist der... Super. Da haben wir doch schon 2 Kühe davon bezahlt dann schon jetzt, ne? Eben, ne? Na, ich bin echt gespannt, wie das wird, ne? Ich meine, das dauert natürlich jetzt einige Monate, wieso bin ich denn jetzt losgefahren? Ich hab da noch Milch drin. Ist das fast nicht leer geworden? Gibt's doch gar nicht. Ich war wieder zu voreilig. Nee, es hat er doch angezeigt.
Doch, es hat er angezeigt. Ja, ne? Eben, aber ich habe 581 Liter noch drin. Wie geht denn das? Hui. Warte mal. So, verkaufen. Jetzt läuft's wieder. Jetzt kommt noch der Rest. Genau. Da bin ich wahrscheinlich doch einen Tacken zu früh losgefahren. Naja, gut. Wer es genau wissen will, einfach nochmal ein Stück zurückspulen. Bei uns geht das jetzt gerade nicht. Nee, das ist schlecht. Nee, gefällt mir sehr gut, das Fass. Hast du wieder fein gemacht. Gibt's nichts zu meckern. Und immer postwendend. Ne? Ich habe immer so meine Wünsche manchmal und meine Ideen und dann, ja, ich habe dir was geschickt. Okay. Mit was bist du jetzt unterwegs, Jörg? Wenn ich mal hab mir den Ladewagen geholt. Einen Ladewagen hast du geholt. Ladewagen, ja. Würde das noch Sinn machen, wenn ich mit Bucher hochkomme, oder es ist noch nicht so viel Strom? Ich glaube, da setzt man die Alex ein bisschen zu arg unter Druck, glaube ich. Ja, deswegen frage ich ja ganz vorsichtig ran. Wenn wir da mit zwei ihr jetzt hinterher fahren. Eben. Denn oder nimmst du vielleicht doch noch den zweiten Drescher oder was? Ich weiß es nicht. Können wir machen. Ich weiß nicht, wie sehr sie vorankommt. Ja, sie ist jetzt zweimal rumfahren. Ich denke, das macht vielleicht Sinn, wenn du den zweiten Drescher noch nimmst. Also ich kann euch ja abfahren und Stroh wegfahren, da bin ich auch beschäftigt. Das können wir bestimmt so machen, denke ich. Na gut, dann fahre ich mal hoch zur Drescherhalle. Hast du meinen Kaffee mit? Sorry. Gut. Ja, und sonst so. Die Woche irgendwas Spannendes passiert bei euch? Eigentlich nicht. Nee. Nö, eigentlich. Jetzt gar nicht. Bei dir vielleicht leider. Hoffentlich auch nicht. Nee. Es war eine ganz normale Arbeitswoche. Also, war auch das Wetter war die Woche. Wir quatschen ja gerne mal über das Wetter, ne? Oder eigentlich jedes Mal. Ja. Das Wetter war schön die Woche, aber jetzt zum Wochenende hin haben sie ja wirklich Kälte, Schnee, Nachtfröste bis minus 7 Grad gemeldet. Das ist dann schon ganz schön heftig. Ja, eben. Und auch wieder Wintergewitter, weil wir da ja das letzte Mal schon von hatten, habe ich heute was gelesen, sollen eventuell sogar kommen. Wintergewitter, die braucht doch kein Mensch. Nee, eben. Aber. Nee, ich habe Ding, weil mein. Die Krokusse fangen bei uns schon langsam an zu blühen und so weiter. Also so weit sind wir noch nicht bei uns. Also bei mir zu Hause vorm Wohnzimmerfenster, da gucken ganz zart schon die Blätter und auch die Knospen von den Narzissen raus. Die Tulpen schieben schon die ersten ganz zarten Blätter, aber das war's dann auch. Schneeglöckchen, ja, die blühen. Das Ding ist halt, dass das. Also, was haben wir im Hof hier? Wie heißen die? Jetzt fragst du mich Sachen. Solche gelben eventuell? So nee, schon. Das sind so große Blüte, also die für Sommerblumen. Aber die tun auch schon die ersten Triebe, zeigen die schon. Aha. Naja, also das ist bei uns. Geht jetzt bei uns schon langsam los. So, Alex, Unterstützung naht. Super. Lass mich bloß mal überlegen, wo stelle ich denn den Schneidwerkswagen hin? Am besten, ich drehe hier
beim Händler rum. Genau, beim Viehhändler, nicht beim Händler. Naja, ihr wisst schon, ne? Ja, ich habe ja so den Winter sehr, sehr gern, aber jetzt freue ich mich jetzt wirklich schon langsam ganz schön auf den Frühling. Und jetzt will ich eigentlich auch keinen Schnee mehr. Wo Winter war, gab es keinen. Eben. Oh. Und jetzt will ich nicht mehr. Nee, wenn du überlegst, also das war die Woche ja, wo es dann die Sonne gescheint hat und man schon so 12, 13, 14 Grad hat bei uns. Und das war dann richtig so vom Kopf her war das irgendwie so schön. Ja, das ging mir genauso. Also am Mittwoch, da hatten wir auch so 13 Grad um die Mittagszeit. Das war wirklich, wirklich schön. So, wo fahre ich denn jetzt hin? Ich fahre neben die Laterne hier. Alex hat LS-Frosch. Ja, passiert, kenne ich. Nichts Neues. So. Dann hängen wir mal hier das Schneidwerk an. Übel hast du drin, soll ich in Sachen schreiben? Jetzt fertig. Voll? Ja, voll. Warte, ich komm. Ich hole da den Traktor besser gesagt. Jetzt wollte ich ja schon sagen, muss auf die Laterne aufpassen, aber die hat ja die Gemeinde umgesetzt. Genau. Die ist ja gar nicht mehr. Da, so. Dann würde ich sagen, gehe ich auf die linke Seite, also links findet ja Alex hin, ne? Ich habe gerade gesehen, ich bin heute nicht ganz so gerade gefahren wie sonst. Naja, es geht gerade so. Gott sei Dank, dass das auch anderen Leuten passiert. Aber mittlerweile lache ich da auch bloß noch drüber. Das ist, am Anfang hat es mich immer gewurmt, hat es mich richtig gewurmt, aber... Mittlerweile schmunzel ich da auch nur. Ja. Auch wenn es eine doch sehr gute Simulation ist, für mich ist es nach wie vor ein Spiel und ein Spiel muss Spaß machen. Ja, eben. So, da haben wir das Feld ja dann doch relativ fix runter. Wie gesagt, der Weizen ist jetzt nicht mal das, was uns so sehr interessiert. Es ist wirklich das Stroh. Genau, eben. Das ist es. Denn wir haben in unserem Strohlager, weiß ich nicht, was da noch drin ist. Oh, der rast aber los hier. 7 wollte ich da haben. Stroh haben wir noch. 43.000 Liter. Das ist ja die Gesamtmenge, ne? Das ist das, was oben in dem großen Multisilo ist und Futter, da ist Futter. Und im Ding haben wir 25.000 Liter, aber da habe ich jetzt auch schon mal einen Ladewagen voll reingefahren. Also Weizen ist immer wieder ertragreich, ne? Eine Bahn hatte ich 39% im Drescher. So, Alex, ich habe mich deinen Bahnen angepasst. Ich bin auch nie gerade gekommen. Alles gut. Wenn das Stroh abgefahren ist, sieht es kein Mensch mehr, ob die gerade waren oder schief. Wollte ich gerade sagen. Ne? Ach so, da fällt mir doch ein. Aufnahmetag für diese Folge ist der Donnerstag, muss ich dazu sagen. Und zwar habe ich heute, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, Giants hat heute bekannt gegeben, dass der LS23 für Mobil, also hier für, naja, wisst schon, ne, für Handy und für Tablet und für Switch, Nintendo Switch, rauskommt jetzt irgendwann im Mai, glaube ich. Wollte ich euch fragen, habt ihr den LS auch auf dem Mobiltelefon oder so mal gespielt? Oder spielt ihr den ab und zu?
Ich habe es mal ausprobiert, also aber das ist schon einige Jahre her. Das war so ein ganz Mini-Mähdrescher, wo du da ein bisschen durch die Gegend fahren hast. Also ich kann da nicht mal sagen, was für Jahreszahl das war. Aber das habe ich auch nicht lang gemacht. Also ich fand es nicht so toll. Also ich auch nicht. Ich habe den Vorgänger vom 23er, das müsste der 21er sein. Ja. Den habe ich auf dem Handy. Ja gut, es ist schon besser geworden wie die ersten Teile, die es da gab. Oh, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Drescher voll. Mann. Komm mal. Und ja, auch den Teil, den ich jetzt auf dem Handy da habe, es ist kein Vergleich zur Konsole oder zum PC, aber es soll wohl jetzt, also ich habe mir da das Video angeschaut, in dem 23er, da soll sogar Forst dabei sein, da sollst du aussteigen können und frei über die Karte laufen, das ist ja wirklich eine absolute Neuerung. Mhm. Und, Bremsen kaputt. Oh ja, die müssen wir mal ein bisschen nachstellen, glaube ich. Ja, Helfer soll es geben, also KI-Helfer und andere oder neue auf den Feldern. Was hatten sie noch gesagt, was ich relativ neu auch fand? Ja, die Markenanzahl oder die Fahrzeuge, das sind ja auch alles realistische Fahrzeuge, ne? Oh. Mods natürlich nicht, ist klar, Dankeschön. Und was war denn gleich noch, wo ich dachte, das ist auch neu? Na, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall, sie haben sich da jetzt schon angepasst und gehen in Richtung PC, ne? Mhm. Also das muss man sagen, aber es ist natürlich, denke ich, kein Vergleich. Ja gut, das wird... Ist gut, die Handys werden immer moderner und haben größere Dinge und dann kann man da wahrscheinlich auch mittlerweile mehr machen. Aber wie gesagt, also das, was ich hatte, das ist schon einige Jahre her und das war... Nicht viel anders wie so ein frühes C64er Spiel oder so. Ach so, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, Unkraut gibt's und Jahreszeiten sogar. Oi. Also, das ist wirklich wie der LS 22 auf dem PC oder auf der Konsole, so in kleiner Version. Also, es ist fast alles da. Ne? Also, Ich war echt gespannt, wie dann. Wird ja irgendjemand mal, auch wenn es Ingame-Material gibt, das mal zeigen, wie die Grafik da ist. Die hat, war immer das, was mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen hat. Ja. Ja, und da gab es halt, wie gesagt, ein offizielles Statement von Giants, wo die das eben bekannt gegeben haben. Also ich habe es auch bloß ein, zwei Mal gespielt. Das war mal im Urlaub oder so bei schlechtem Wetter, da habe ich es mal hergenommen. Ah ja. Da fällt mir gerade ein, da wollte ich dich eh noch fragen. Dein Sohn wollte doch irgendwie, der hat doch das neue PC-Spiel, ne? Der hat sich Hogwarts Legacy hat er sich geholt. Genau. Wie er da zufrieden war oder ob er das jetzt schon. Die Story hat er nach 4 Tagen schon durchgehabt. Aha. Ja. Saß dann sehr, sehr lang davor. Da haben wir auch dann manches Mal gesagt: gehen wir jetzt in unseren kleinen Abstellraum, da wo der Sicherungskasten ist, und tun einfach mal den Kippschalter von seinem Zimmer da umlegen. Nee, aber er war sehr, sehr begeistert davon. Ich habe es mir auch angesehen. Grafisch sehr schön. Und ich bin jetzt nicht der Fan von so Fantasy-Zeugs da. Ne? Mhm. Aber was mir ganz sehr gefallen hat, du kannst dort überall rein, in jedes Gebäude. Du kannst alles verändern. Da war eine Bibliothek, hat er mir gezeigt. Da konntest du das ganze Aussehen dieser Bibliothek ändern und. Also da war richtig viel möglich. Was die Story angeht, weiß ich jetzt nicht, was da so los war. Aber er hat eben noch jede Menge Nebenmissionen zu erfüllen. Ja, da hat es sich aber gelohnt auf alle Fälle. Ja,
das schon. Also das. Nee, das macht er auch. Also wenn er Spiele hat, die spielt er auch komplett die Story durch. Da bin ich saumseliger oder beziehungsweise mir fehlt einfach die Zeit auch, muss ich dazu sagen. Ne? Er hat jetzt in den Ferien viel genutzt. Hast du einen Anhänger irgendwo stehen? Ach, da hinten, okay. Ich fahr mal hinter. Denn er hatte gerade auch das letzte, was er noch hatte, war Assassin's Creed Valhalla. Auch komplett die Story durchgespielt. Ah. Ich habe das Odyssey auf dem Rechner. Ich bin bei 23%. Er hat, was hat er noch? Red Dead Redemption komplett durchgespielt. Da bin ich bei 31%. Ja. So viel dazu. Muss aber auch sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit auch sehr, sehr viel American Truck Simulator gespielt, weil da hatte ich wieder mal so richtig Bock drauf. Und da habe ich auch jetzt ein paar Mal schon einen Konvoi gefahren mit dem Dennis hier aus dem Discord. Ne? Liebe Grüße gleich mal an dich an dieser Stelle und auch an den Micha. Genau, liebe Grüße, genau, Dennis, jawohl, und Micha. Ihr zwei. Ja, das ist Inge, hat ja irgendwann hat er gesagt, der hat sich auch einen neuen Truck aufgebaut, ne? Oder was, da wollte, hat er gemeint, da wirst du bestimmt gucken. Ja, er hat aufgerüstet, ne? Weil ich bin ihm beim letzten Konvoi immer davon gefahren mit meinem K100. Weil der hatte 600 PS und da hat er immer noch gesagt, ach ne, 500 und was über 500, das reicht mir. Und dann hat es ihn anscheinend doch gewurmt. Oh, jetzt habe ich die falsche Bahn angefangen, sehe ich gerade. Naja, egal. Und da hat er jetzt aufgerüstet. Mit 700 und zerdrückten PS. Da werde ich wahrscheinlich nachsehen haben. Macht er jetzt einen Wettlauf? Ja, ich bin unterwegs, bin unterwegs. Und ich habe auch das erste Mal eine Modkarte jetzt ausprobiert, ne, weil da viele davon geschwärmt haben. Auch der andere Alex, der Pat 7575, der spielt ja auch sehr gerne ATS. Diese Mexiko-Karte, das ist ja eine Modkarte. Und da hat er mir einen Link dazu geschickt und reingemacht und wunderbar. Also das macht natürlich richtig Laune. Aha. Du hast dort richtig Grenzkontrollen und eng ist das, sag ich dir. Ne? Also Mexiko ist sowieso so breit und groß, die Highways wie in den USA ist natürlich nicht. Mhm. Alex, nimmst du den schmalen Streifen noch genau, vielleicht? Genau, das mache ich. Ja. Jo. Ich hab. Gib mal gerade noch. Warte mal, hallo, wat? Hallo. Bleib stehen. Warte, so, okay. Wo bist du denn? Ach, da. Nee, also da habe ich jetzt wirklich, da habe ich jetzt wirklich so ein bisschen meine Freizeit doch mit ATS verbracht. Ja, ist doch. Ist ja schön. Wieder mal richtig Bock gemacht, wie gesagt. Und mit Mexiko ist natürlich jetzt so viel mehr zu fahren, du kannst da Kilometer machen ohne Ende. Kriegst du noch was rein jetzt oder nicht? Nee, ich bin voll. Bin voll. Kommst du da dann nochmal rausgeguckt vielleicht? Ja, mach ich. Die Alex hat ja auch dann noch ein paar. Von dir habe ich auch nicht mehr alles gekriegt. Ich lege einstweilen das Schneidwerk wieder auf den Wagen. So. Ja, das wollte ich dich schon lange mal fragen, Jörg. Hast du noch ein anderes Computerspiel, wo du sagst, das spielst du auch mal ganz gerne, so zwischendurch, außer LS? Ich habe Siedler, habe ich eigentlich immer gerne gespielt und habe jetzt auch mir die neueste Version jetzt geholt, oder die Alex hat mir die großzügigerweise geschenkt. Das erste Wort vor der Weise habe ich nicht verstanden. Habe ich da frustigerweise verstanden? Wie? Großzügigerweise. Sorry, ich wollte jetzt gerade sagen, frustig. Ja, gut, alles gut. Großzügigerweise hat sie mir das gekauft, aber ich bin noch nicht so richtig, hab noch nicht so richtig den Zugang dazu bekommen, glaube ich. Also, das ist irgendwie, tue ich mir schwer. Aha. Das ist irgendwie,
ich will jetzt auch nichts Falsches sagen oder so, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen arg auf Geldmacherei gemacht ist. Jetzt die neueste Version. Ich habe eigentlich in welcher Form äußert sich das jetzt? Muss ich ja, fragen? du kannst halt so Zusatzteile zu kaufen und so weiter, weißt du? Damit es halt besser funktioniert oder dass du halt Sicherheit hast, damit deine Grenzen besser geschützt sind zum Beispiel und so weiter. Und das kostet halt alles extra. Mit echtem Geld musst du es auch bezahlen, nicht mit Ingame-Währung. Du kannst teilweise, kannst du halt sammeln, wenn du irgendwelche Missionen abschließt oder so, ne? Mhm. Aber wenn du halt was richtig Geld vor in die Hand nimmst, dann kannst du das halt auch alles ein bisschen beschleunigen und so weiter. Okay. Und das ist halt gut, das kannte ich jetzt aus den Vorgängerversionen nicht unbedingt so. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Mhm. Wenn du überlegst, was das Spiel alleine schon kostet, und dann kommt noch sowas mit dazu. Mhm. Und aber gut. Da gibt's aber auch noch andere Spiele, wo du auch dann, also ich, mir fällt da ganz spontan nur diese Train Sim World ein, also was da zum Spiel dazu ist, das kannst du ja vergessen. Und wenn du andere Strecken fahren willst in Deutschland oder so, die DLCs, die sind richtig teuer. Hm. Nee, wie gesagt, ich bin es halt nicht gewohnt, ich hab wirklich die Sim Siedler 3 hat die Alex damals vor einigen Jahren mit in die Ehe gebracht und da habe ich erstmal die Berührung gehabt mit dem Siedler im Spiel. Mhm. Und das fand ich klasse und habe das auch durchgespielt. Und dann halt auch die nächsten, nee, die 4 hatte ich glaube ich nicht, aber die 5 und die 6 hatte ich dann wieder. Und dann vor letztes Jahr oder vor 2 Jahren gab es ja dann diese Jubiläumsedition, da hast du wirklich alle Folgen auf einmal bekommen. Und da habe ich dann auch die nächste Folge noch bekommen und habe auch nochmal die vorherigen Dinge nochmal durchgespielt, wo ich schon mal gespielt habe. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und dann kam, ich weiß das gar nicht, jetzt bringe ich wahrscheinlich die Zahlen durcheinander. 5 hatte ich gespielt, 6 habe ich gespielt, die 7 hatte ich dann angefangen, aber da ging dann irgendwie die Lust flöten, ich weiß es nicht, aber warum. Das ist halt Ding und jetzt durch mich bei der neuen ein bisschen schwer, aber vielleicht ich muss mich mal ransetzen und mal ein bisschen mit in Ruhe mal ein bisschen rumdatteln. Vielleicht kommt es dann auch, keine Ahnung. Ja, manches Spiel braucht man manchmal einfach ein bisschen länger, ehe man da so den Bezug findet, ne? Eben. Oh, Alex, Vorsicht. Ja, ich fahre gleich noch tanken, bevor wir knapp unter der Hälfte. Machen wir mal noch voll. Ja, ich kriege jetzt immer, wenn ich bei YouTube Videos gucke und ne, in der Werbung, da wird mir jetzt fast bei jedem Video immer, werden mir die Siedler da vorgeschlagen. Da. Ja, das ist dieser halt Trailer, der da läuft, ne? Er ist halt auch so, was ich jetzt schon gesehen habe und so weiter, hat das ganze Ding nicht unbedingt die besten Bewertungen, das Spiel. Also es sind noch mehr, wo nicht so ganz so zufrieden oder so glücklich sind mit dem Ganzen. Mhm. Aber wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht so richtig was zu sagen, weil das muss ich mir mal in aller Ruhe und angucken. Mhm. Bin ich von dir eigentlich gar nicht gewohnt, dass du so ein Spiel so, also normalerweise. Mir ging es früher zumindest so, kann ich das, was du vorhin von deinem Sohn erzählt hast, kann ich gut verstehen. Das ging mir auch so. Ja, das ist ja richtig. Wie gesagt, ich habe ja auch eigentlich Lust auf viele Sachen, aber ja, man ist halt doch jetzt auch ein Erwachsener, man hat auch noch andere Pflichten, ne, wo die Kinder ja nur doch, Kind, ja. 17. Ist kein Kind mehr. Hat jetzt gerade Theorie Führerschein gemacht. aber sie haben ja dann doch noch nicht so viel zu tun, sag ich mal, wie wir Erwachsene. Und ja, und ich will auch nicht jeden Tag dann sitzen, stundenlang, weil irgendwann wird dann auch meine Frau mal mit vielleicht nicht so glücklich dann sein damit.
obwohl sie da wirklich sehr, 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 sehr viel in Verständnis für mein Hobby, und das ist nun mal mein Hobby hier, da zeigt und uns auch immer die Möglichkeit einräumt, wenn wir aufnehmen wollen oder so, ne, dass er dann freie Bahn mehr lässt. Also da muss ich gleich mal ganz großes Dankeschön an sie aussprechen. Aber trotz alledem muss man eben dann auch mal sehen, dass man auch rausgeht, wenn dann auch das Frühjahr kommt und mal spazieren oder, ne, oder wohin fahren. Eben, genau. Nee, das ist, momentan ist bei uns halt auch das noch relativ ruhig, aber wenn dann ja dann irgendwann im April, Mai dann ja auch dann der Garten wieder mehr in den Vordergrund rückt wie im Moment, und dann sieht das auch wieder anders aus, ne? Das ist halt einfach so. Eben. Gott sei Dank halt durch die, das ist halt auch das Positive vielleicht, auch durch die Schichtarbeit, dass ich halt doch relativ Zeit habe dann für sowas, wenn Alex vormittags arbeiten ist und ich keine Aufgaben habe, und dann habe ich halt auch mal Zeit in Ruhe mich an den Computer zu setzen oder so. Gut, manchmal mache ich dann halt irgendwelche Sachen für die Gräber. Ja, kannst ruhig sagen, machst du ruhig ein paar Sachen für mich, weil ich wieder Wünsche oder Ideen habe. Aber ich oder spiele dann auch bei mir auf der Lieberwinkel. Jetzt haben Alex und ich haben jetzt für ein gemeinsames Karte neu angefangen. Und naja, es ist halt ein Ding, aber wie gesagt, ich denke mal, April ist die schöne Zeit dann auch wieder rum. Da muss ich dann wieder versteckt in den Garten, da muss das Rasen gemäht werden und muss wieder alles eingepflanzt werden und. Das ist dann wieder was anderes. Das ist klar. Nee, das ist schon, die Schichtarbeit macht da schon sich vorteilhaft bemerkbar. Das ist ja, da bist du schon flexibler bei dem Garten. Als ich noch Schichten gearbeitet habe, war das, ging mir sehr genauso. In der Spätschichtwoche, da hattest du dann früh doch mal ein bisschen Zeit und ja, ich sag's jetzt einfach mal so sturmfrei. Ja, wo du dann auch mal was machen konntest. Uhr kannst du holen, ja. Und kannst mir ein bisschen abfahren, Helmer. Der ist hier, ne? Der ist. Genau. Ah, das ist der René jetzt schon. Ich fahr dir den schon mal raus. Nein. Okay. Also. Schade, dass ich nicht mitfahren kann. Ja, der Beifahrer-Mod fehlt doch. Nee, ich wollte das Ding schon mal rausfahren hier. Super, das ist ja lieb von dir. Ja. Ne? Gut, dann gehe ich mal. Was müssen wir denn mit dem Feld veranstalten? Müssen gleich mal gucken. Warte mal, ich gehe mal ins Menü. Müssen wir dort. Ja, Kalk braucht's, na siehste. Pflügen müssen wir nicht. Oh. Haben wir das schon so weit, dass ich vielleicht mit dem Kalkstreuer mal schon so kurz. Wir sind, glaube ich, nicht so mit großem. Bin bis jetzt noch nicht mit großem System drumherum gefahren, also. Ha, Siggi. Schleicht hier rum in der Garage. Ui. Na, ist ja egal. Ich kann ja mal gucken gehen. Warte mal, den kleinen Kramer hier. Der schafft doch den Kalkstreuer, oder? Ja, aber nicht so. Also, musst mal probieren. Ich war das letzte Mal nicht ganz so glücklich. Mach schon wieder aus. Siggi, was ist denn mit dir nicht gut? Der springt hier auf die Traktoren rum. Hätte ich die Therese oder wie sie heißt verrückt gemacht oder was? Aber du, wenn du willst, kannst du auch abfahren. Dann noch ein bisschen Stroh abfahren, René. Nee, ich würde jetzt erstmal mich um den Kalkstreuer kümmern. Macht ihr mal, seht mal zu, dass er vielleicht noch eine Ecke so ein bisschen frei kriegt. Auf einer Seite, genau. Ich guck mal, ob in dem Streuer überhaupt was drin ist, weil ansonsten muss ich nämlich erstmal Kalk kaufen gehen. So, haben wir noch was von den Kommentaren, noch irgendwas zu beantworten? Muss ich jetzt gerade mal überlegen. Ja, habe ich jetzt auch schon drüber nachgedacht. Aber da ging es eigentlich so um die Kühe ja größtenteils. Genau, und nee, war eigentlich so nicht groß was. Genau.
würde mir jetzt auch nichts einfallen, nee. Ja, und wenn irgendwas ist, na, falls wir doch mal was übersehen. Und wenn ihr eine wichtige Frage habt oder eine Meinung oder was, was euch unter den Nägeln brennt, dann schreibt es halt einfach nochmal rein. Genau. Wir lesen zwar alle drei und wir antworten ja auch alle drei, aber trotz alledem kann ja da uns dreien auch mal was durch die Lappen gehen. Siehst du, genauso habe ich mir das gedacht. Der Kalkstreuer ist nämlich leer. Ach ja, siehst du. Da gehe ich doch jetzt erstmal käuflich Kalk erwerben. Ja, wir haben ja ein bisschen Platz geschafft jetzt. Ja, ja. Läuft. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? Denke ich gerade mal, wie heißen die Kühe? Limousin, hast du gesagt. Limousin. 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 Lachst mich jetzt schon kaputt, was wir da zu lesen kriegen. So, hier oben beim Nachbarn stehen die Sonnenblumen auch fett in voller Blüte. Genauso wie unser Raps hier. Guckt mal, Leute. Der sieht fein aus. Aber so schief, sag mal, ist hier der Wind. Der steht ja total schräg, hä? Kann das sein? Ja. Ja, also der Wind bewegt den Raps ja auch jetzt. Ganz schön sogar. Das finde ich immer noch komisch, ne? Das Korn bewegt sich und die Bäume sind so gut wie statisch. Das ist, ja, das war im 19er schöner, fand ich. So. Kalk war hier, da habe ich ja schon mal eine Pleite erlebt, wo ich immer wieder unter das falsche Silo gefahren bin. Es sollte heute besser aussehen. Halt an. Oh, geht daneben. So, das sind schon wieder 500 Euro vom Milchgeld weg. Hey. Für eine Fuhre Kalk. So. Kriegst du das alles? Nee, du kriegst ja nichts. Ich hab 81%. Nee, da komme ich nochmal. Kein Problem. Ihr habt so fast schon runter, das Stroh? Ja, das ging jetzt zu zweit, ging es jetzt ratzfatz. So, ich fahre nochmal schön langsam an unserer Weide außen vorbei. Och, die sehen jetzt satt und zufrieden aus. Ja, eine Weide glücklicher Kühe. Ne? Ich denke, eine Weide glückliche Schafe würde mir auch noch gut gefallen. Naja, wir haben ja gesagt, ne, wir müssen mal das Rollmaß nehmen und müssen mal da unten die Wiese ausmessen. Genau. Ob das da hinpassen würde. So. Weil die wird wirklich von uns auch sehr, sehr ja, stiefmütterlich behandelt. Müssen wir halt mal Dinge. Da ist ja die Kirche direkt nebendran, ich weiß nicht. Kriegt man da keinen Ärger? Wegen den Schäfchen. Oh, wieso macht denn der so schnell hier? Uiuiuiuiui. Wegen Mäh. Ja, das ist. Ja, weiß ich nicht. Aber wir hatten ja vorhin schon mal über Schmiergeld gesprochen. Ja, zur Not muss man halt den Pfarrer auch noch bestechen. Herrgott, nochmal. Es wird teuer. Das Milchgeld weg. Dann ist es eben so, ne? So, ich muss ja nochmal einen schmalen Streifen. Ich hatte die Arbeitsbreite doch noch ein bisschen mehr in Erinnerung, aber das war
Nicht korrekt. Was soll ich jetzt? Wir bestechen tun wir den nicht. Also. Am Ende denken die Leute, wir bestechen hier jeden. Reicht doch schon mit dem Bauamt, mit dem Umweltamt und in die, ach, in die Futtermischanlage kann ich das reinschütten. Unten? In die, da können wir das, was in dem, im Silo ist, können wir dann zum Einstreuen nutzen und, und aus dem wird dann Mischfraktion. Okay. So Leute, wie denkt ihr denn? Das ganze Feld werde ich jetzt hier nicht mehr kalken. Nee, das war schon. Ich habe ja keine Uhr mehr hier hängen, von daher. Ich glaube, das ist schon. Ja, mehr. Oder? Wir sind gut dabei, ne? Ja, ich denke. Wo soll man, wo treffen wir uns? Boah, ich würde sagen, wir treffen uns hier am Feld vielleicht. Ich würde den Streuer noch leer machen. Gut, dann kommen wir nochmal zu dir. Der dann. Ist jetzt noch halb voll, aber es sind noch 2-3 Bahnen und dann ist es gut. Nee, der schmeißt wirklich nicht sehr weit. Ich muss weiter ranfahren. Schon wieder geschludert hier. So, rum. Wer hat denn hier so einen schweren Atem von euch? Ehrlich? Was? Das war der Lasse. Nee, ich merke gerade, mein Nas geht zu. Ich weiß nicht, vielleicht weil. Das sagst du schon seit Tag, dass du krank wirst. Ne? Ja, manchmal ist das so, dann brütet man da auch ein paar Tage dran, ne? Wunder wäre es keins, ne? Gerade bei diesem Auf und Ab der Temperaturen, wie gesagt, mich wundert es nicht. So, krieg ich die Bahn noch voll. Könnte gerade so reichen. 5, 4, 3, 2, 1. Natürlich reicht's nicht. Warum denn auch? Wäre ja blöd. Wo seid denn ihr? Oder wir treffen uns oben auf der Straße und gucken nochmal zu unseren Tieren. Gucken nochmal zu den Rindern, genau. Oder? So. Also wir haben jetzt eine gute Stunde gespielt. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Mischration drin war? Nee, ne? Da wird man jetzt nichts sehen, denke ich. Ich guck mal. Hier sind wir noch 43.000 und ich glaube, so war es auch, wo ich die letzte Fuhre hingebracht habe. So, da kommt sie geflitzt. Stopp. Bist ja fast geflogen. Die Cola hat wohl Flügel verliehen. Nee. Die trinke ich jetzt immer. Ich glaube, das war Limited Edition. Naja. Gut, Leute. Wo seid ihr denn? Ach, hier. Immer noch hier. Hier. Ich wollte gerade sagen, mit den schönen Bildern hier von unseren Limousin oder ne, Limousin, ich krieg's nicht hin. Limousin, sage ich einfach. Würden wir uns jetzt, denke ich mal, für heute verabschieden. Und ja, freuen uns auf eure Kommentare. Schreibt rein, wie euch die ganze Sache hier gefällt, wie euch überhaupt die Folge gefallen hat. Und ja, von mir gibt es jetzt schon mal als allererstes ein wunderschönes Wochenende und ich übergebe das Wort an meine zwei lieben Freunde. Macht's gut. Tschüss. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß bei der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss. Ja, ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende.
und danach eine gute Woche. Wie gesagt, was der René gesagt hat, schreibt gerne rein. Und auch, was ihr zu der Schafweide haltet, die wir vorne neben der Einfahrt uns ausgedacht haben. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.